Hi, willkommen zu The World Studios. Heute ist der Schamane dran, der Elementarschamane. Die Talente: Wächter der Natur, Totem des Windwandlers, Ruf der Elemente, Echo der Elemente, Führung der Ahnen, Urelementarist, elementare Fusion. Die Glyphen: Schamanistische Wut, Froschregen, Totem des heilenden Flusses, Fernsicht, Totem der Erdung und Wasserschreiter. Die Prioritäten: Intelligenz, Mehrfachschlag, Tempo, Crit, Meisterschaft. Da die Totems nicht mehr alles für den Schaman machen, benötigt ihr eine Kettenrüstung sowie ein Schild, um sich vor bösen Mobs und schlechten Tanks zu schützen. Und eine Faustwaffe, weil Faustwaffen Zweck haben. Die Rotation: Ohne Blitzschlagschild wird kein Kampf angefangen. Totem der Verbrennung aufstellen oder Totem des Feuerelementars als CD aufstellen. Flamme entfesseln, Aszendenz als Damage-CD aktivieren, Flammenschock aufrechterhalten, Lava-Eruption auf CD halten und wenn's prockt. Blitzschlag, wenn nichts anderes ready ist. Erdschock bei 20 Stacks vom Blitzschlagschild aktivieren und das Ganze immer wieder so weiter, ihr wisst Bescheid. Mit dem Geisterwolf tarnt ihr euch als Jägerpet, um bei Trashmobs AFK gehen zu können. Und Gewitter braucht ihr, um die eben genannten Trashmobs, die der TK gerade zu sich gezogen hat, wieder zu zerstreuen. So, das war's mit dem Video. Ciao, haut rein.